Los geht's. Ja, los geht's. Auch mit diesem Part. Der Tankshooter M ist nicht dabei. Der Tanky-Typ-Dingens. Aber er ist noch in der Skype-Konfi, also er könnte theoretisch mitreden, wenn er da wäre. Ich bin in einem Begegnungsgefecht. Ja, muss ich mal kurz nachgucken. So, ich fahre den AMAX 40. Ist ein französischer Panzer. Ein Leichter. Und ja, Stufe 4er und Stufe 5er Gefecht gekommen. Und der hat schon Schaden bekommen. Nicht gut, 18 Schaden. Oh, Gegner. Gegner hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also so null. Nein! Muss er genau jetzt. Ich hasse es. Das ist genau wie mit Artillerie, also Artillerie-Dinge. Ne, man schießt immer daneben. Egal was passiert, man schießt immer daneben. Daneben. Oh, die werden jetzt alle gespottet, aber ich kann hier leider nicht schießen. Abschießen. Das ist eine Stufe 1er, das fällt mir gerade auf. Also, wie kommt man auch rein, wenn man Stufe 1er ist? Ja, und leider liegt unser Team zurück. Aber ganz schön. Und wir haben schon 5er, 4er und 3er verloren. Der KV-1 und 3 Bier und die M7. Hallo! Oh, so mega cool. Warum kann ich nicht auf die schießen? Ja, natürlich nicht gut. So. Die Frage, gehen wir da jetzt hin oder so risikomäßig? Ich meine, letztendlich verkacken wir ja eh. Und vor allem auch ich hab null Chance. Und dann fahre ich jetzt mal los. Sag noch schnell SOS. Hilfe. So. Aha, die M7. Wolverine. Also sieht dann anscheinend doch nicht so schlecht für uns aus. Ja. Das liegt einfach daran, weil ich diesen mega geilen Turm hab. Und weil ich mich hier null auskenne. Wer, der fällt jetzt hier raus. Wer? Kämpferisch haben wir eigentlich keine Chance. Also greife ich mal den M3i an. Der ging nicht durch. Wie jetzt? Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Was? Kette wurde getroffen. Ach du Scheiße. Sie kann jeden Moment reißen. Bin jetzt tot. Also noch nicht, aber so gut wie. Ja, ich schieße jetzt noch eben 3 Munition. Also, ja, okay. Oder auch nicht. Und ich hänge noch ein drittes Gefecht dran. Das war's dann auch wieder. Mal gucken, was ich im nächsten Gefecht fahre. Wir werden sehen.